Ganz weit geht's dann gar nicht mehr, da mag er mich nicht. Und wenn ich jetzt einfach nur mal sage, so, zack, bam. Mein, kann man machen. Sieht jetzt nicht allzu schlecht aus. Na? Aber wenn ich jetzt hier mal so guck, bis wir da unten mal sind und da was bauen. Das wird noch lange, lange, lange dauern. Genau, hier die Straße war sehr optimistisch gedacht. Deswegen auch wieder weg mit der Brücke. Würde zwar cool aussehen, aber nee. Bis, wie gesagt, bis wir da mal irgendwann irgendwas gebaut haben. Da ist dann wirklich schon sehr, sehr viel passiert. Kann man eher mal sagen, man macht hier oben noch einen kleinen Fußweg hin. Oh, hier sind aber gerade ganz schön viele Autos, ne? Hm. Kann man nämlich oben noch mal so einen kleinen gebogenen Fußweg hin machen, zum Beispiel. Vielleicht in der Konstellation besser. So, und den dann bis da. Und dann so. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da nochmal. So. Und dort vielleicht noch ein Haus. Was ich auch noch machen wollte, das hatte ich das letzte Mal leider vergessen. Das müsste der jetzt sein, ne? Genau, der Kirschbaum. Noch so ein paar Kirschbäume hin pflanzen. Haben wir ja sonst nur bei unseren Universitäten. Aber auch mal hinter dem Bahnhof, finde ich, kann man das tun. Sieht auch wirklich... Jetzt kommen ja alle in Skype online. Was ist denn hier los? Sieht nämlich auch sehr schön aus. Nein, das war falsch. Gut. Ja, und ansonsten... Haben wir gerade noch so irgendwas zu tun hier in Lakedale? Eigentlich sollte die Stadt eher Riverdale heißen und nicht Lakedale. Denn wir haben ja hier einen Fluss und keinen See. Aber ich will mich nicht so beschweren. Gut, wir haben eine Industrie, wir haben Transport. Auch sonst haben wir so ein paar Sachen. Oben stehen alle Gebäude leer, weil hier keiner mehr wohnen möchte. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich brauche einfach noch mehr Leute. Wenn ich den jetzt hier durchziehe, hätte ich das. Moment, nee, ich sollte den anders hier machen. Ich sollte den zweiteilen und jeweils die Ampeln wegnehmen. Dann können die nämlich hier auch wenden, wenn sie das wollen. Ist natürlich so auch eine Idee, das zu machen, ne? Immer so ein oder zwei Müllhalden und immer nochmal eine Straße ringsrum bauen. Eigentlich auch eine gute Idee. Bestimmt auch schon mal jemand drauf gekommen, vor mir. Weil so eine Idee haben es jetzt nicht unbedingt herausragend. Und hier bräuchte ich an sich eben noch ganz viele neue Leute. Ich war gestern, wo ich hier mal kurz eine Runde gemacht hatte, weil ich noch eine Idee hatte, um was auszuprobieren. Bei 99.000 Leuten, jetzt sind wir... wie man vielleicht auch ganz gut sieht, wieder ganz schön runtergegangen. Oh, hier die Klippe, die finde ich auch so cool.
einfach so mit dieser Straße an der Küste und den Häusern dahinter, die auch wirklich so den Berg hochgehen, wie ich das hier gebaut habe. Das finde ich eben auch richtig, richtig toll, dass das hier so gemacht wurde. Dass dann hier oben eben auch so schön nochmal weitergeht. Ja, finde ich auch sehr schön. Ansonsten nochmal hier einen wunderbaren Blick über die Stadt. Hier staut sich mal wieder der Verkehr. Hier hinten habe ich es gestern extra schon so gemacht. Das wäre vielleicht auch hier mal noch eine Idee. Jetzt einfach mal so zu machen. Hier wird es jetzt ein bisschen tricky, da ich hier eine sanfte Kurve brauche. Aber so kann man das machen. So. Und so. Vielleicht da haben wir noch einfach die Ampeln weg. Da bin ich jetzt auch einfach mal gespannt. Denn so wie man jetzt hier ganz gut auch erkennen kann, so viele sind das, glaube ich, gar nicht, die da hoch wollen. Oder die haben sich jetzt einfach alles so falsch eingeordnet. Ja, die fahren jetzt ja alle nochmal außen rum. Toll. Weil die doch alle nach oben wollen. Aber so belassen wir nämlich nicht mehr die andere Spur. Und da wird es, denke ich, auch ein bisschen flüssiger laufen. Sieht cool aus. Macht echt was her. Jetzt wird nur eben hier alles ganz schön verstopft. Auch alles gar nicht so einfach. Aber raus, du, ist es ja hier genauso. Dass da auch viel, viel Verkehr ist. Wie die alle im Kreis fahren. Fahren ja echt alle einfach im Kreis. Machen wir jetzt hier einfach eine Ampel hin. Da wird der Verkehr ein bisschen geregelt. Hier müsste auch eine Ampel hin eigentlich. Ich denke, so ist es ganz gut, dass da die anderen sich nicht mehr gegenseitig so über den Haufen fahren. Ja, so ist es insgesamt schon ganz gut. Doch, kann man so machen. Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber soll mich überhaupt nicht stören. Hier sind Züge. Also gleich 5 Stück. Die fahren sich auch fast auf. Müssen so ganz darauf Acht geben, nicht, dass da irgendwie mal Unfall gibt. Das wäre unschön. Ja, und haben wir jetzt eigentlich so noch was zu machen? Autobahn wird angenommen. Hier sind paar Autos und unser so zahlreiches Abwasser.
Haben wir da hier mal irgendwas hingemacht? Nee, ne? Könnte man ja auch mal machen. Also das Wasser vielleicht noch so ein bisschen mehr in diese Richtung hier abfließt. Prozent Fracht. Hey. Der hat 20%, das ist nicht viel. Der hat 32 Touristen, ist auch nicht gerade viel. 162, das sieht besser aus. Und hier unsere schöne neue Autobahn, die zu kleinen Teilen genutzt wird. Hier oben haben sich mittlerweile sogar die Häuser gefüllt. Schön. Was gibt es jetzt gerade sonst noch so zu tun? Eigentlich nicht viel, ne? Hier nochmal unser Strom. Wir können ja nochmal schauen. Strom ist vollkommen in Ordnung. Bisschen Wasser könnte man noch brauchen. Das ist ja soweit kein Problem. So. Hat der Strom, Strom hat er. Gucken, Wasser sieht jetzt ein bisschen besser aus. Müll wird eigentlich auch mal wieder was gebraucht. Wo haben wir denn hier überall Müll? Hier unten kann zum Beispiel mal was hin. Aber einer von den kleinen. So, gucken, wie viel dann hier ausrückt. Nicht viel. Gut. Kreuzungen und Verkehr. Also hier ist der Verkehr hier drinnen schon ganz human. Überall Autos, aber jetzt nicht so stauartig oder so. Also ist schon ganz gemäßigt. Finde ich. Die Auf- und Abfahrten werden auch viele genutzt. Gut, nicht alle, war aber, denke ich, von Anfang an klar. Ich habe einfach ein bisschen übertreiben wollen. Und was wollte ich noch sagen? Na, wir können jetzt einfach nochmal die Reihe durchschauen. Kranke, Durchschnittsgesundheit 79, das ist gut. Oben eine kleine Klinik, ist die voll oder ist die leer? 0 von 100 Patienten, 0 von 8. Wie sieht es hier drüben so aus? Dort unten ein bisschen. Oben kann man ja auch nochmal eine kleine Klinik hinbauen. So, jetzt haben wir eine Kapazität von 4.254 sind krank. Also, das sind wir auf jeden Fall gerüstet. Tote, verstorben, 300.150 begraben. Trifft uns ja nicht mehr, nur Krematorien. Feuerwehr, wir fahren 19%. Oh, das ist schon ganz schön viel. Kann man ja hier nochmal ein bisschen was Kleines hinzaubern. Hier oben auch. Hier auch noch eine. Und da ist Industrie, ist dort unten auch nochmal eine. Die brauchen immer so ein bisschen mehr. So, jetzt sind wir bei 18%, dort unten noch ein bisschen. Und da unten ist eben auch sehr, sehr viel. Aber das wird auch gerade besser. Wenn ich jetzt sage, da oben noch einen. Vielleicht einfach hier in die Mitte noch einen. Einfach mal da. Sieht's denn dann aus? Wird's noch besser? Ja, Leute, guckt mal, was ihr an Feuerwehren habt. Also noch besser könnt ihr es ja nicht haben. Gut, ich verstehe es manchmal nicht. Ich
Ich weiß auch nicht, ob ich das so unbedingt verstehen möchte. Der Rest sieht ganz gut aus hier oben. Die meckern auch noch ein bisschen rum. Soll mal so sein. Polizei. Kriminalitätsrate von 4%. Damit kann ich super leben. Oben ist ein bisschen was ungedeckt. Nicht so schlimm. Sonst ist alles in bester Ordnung. Kann man hier nochmal was Kleines hinzaubern und dort auch. Jetzt ist es ein bisschen hochgegangen. Nicht gut. Warum ist es jetzt hochgegangen? Man weiß es nicht. Wo ist sonst was nicht abgedeckt? Dort oben ist aber auch nichts. Da oben könnte man ja nochmal was hinmachen. Geht es dann vielleicht noch ein bisschen runter? So, ich spule mal ganz kurz vor, mal zu schauen, wie viele Wagen jetzt hier wirklich ausdrücken. Ich glaube, das war es auch schon. Ja, sind jetzt hier 3 in Verwendung. Na gut. Ich finde es auch hier mit den Zügen cool, die sich auch immer irgendwie kreuzen an der Stelle. Finde ich sehr gut. Polizei hat man. Bildung, Grundschule ist ausreichend. Mittelschule ist ausreichend. Universität auch ausreichend. Die oben, die sind dort noch nicht angemeldet. Oder ist die hier schon voll? Mal gucken. Ah, nee, da haben wir noch ganz, ganz viel Platz. Das ist kein Problem. Verkehr, insgesamte Nutzung 11.000. Bin ich doch zufrieden. Die oben, das sind... Das zählt jetzt wohl alles mit unter Flughafen. Ja doch, das klar zählt das unter Flughafen. Ich muss ja. Haben wir 111 Flugzeuge, 111 und 63. Gut, U-Bahn bringt das meiste, Busse auch ein bisschen was. Freue mich auch, dass U-Bahn so viel bringt. Gut, Busse könnten eigentlich noch ein bisschen mehr sein, aber bringt doch teilweise auch schon ganz schön. Hier oben, das ist zum Beispiel nicht angeschlossen und wir haben jetzt auch nicht in jedem Winkel der Stadt gerade hier oben eine Buslinie. Könnte und sollte man eigentlich noch viel, viel mehr machen. So wie es hier ist, so ungefähr, dass man hier so ein ganzes Gewirr aus Buslinien hat, aber dann hat man auch nur noch Busse auf den Straßen. Dekoration brauchen wir nicht. Gebäude. Wir haben es London Eye. Cool. Wusste ich gar nicht. Das können wir ja mal noch aufstellen. Wie wär's mit hier? Gefälle ist ein bisschen steil. Das sehe ich ein. Jo. Bleibt einfach hier so mitten rein. Ich weiß ja nicht. Muss jetzt wirklich einfach mal hier so... Ich hätte eigentlich gern mitten in der Stadt, muss ich zugeben. Der Ort ist bereits belegt. So. Und es dreht sich. Ich wäre verrückt. Das London Eye, es dreht sich. Was haben wir hier noch? Rathaus. Wollte ich ja immer so einen richtigen Platz dafür haben, wo wir unser Rathaus hinstellen können. Deswegen wäre es auch mal nicht platzieren. Und sonst haben wir ja hier hauptsächlich Hochhäuser gehabt. Aber das London Eye ist cool. Und es dreht sich. Wie cool ist das denn, dass es sich wirklich dreht, finde ich echt. Also, wow. Das ist cool. Wenn ich dann nicht die ganzen Häuser werden, die mir die Perspektive kaputt machen. Mann, ist das geil. Es dreht sich. Moment. So, kurz Screenshot gemacht. Es dreht sich tatsächlich. Ich bin begeistert. Ab hier sieht man auch, dass es sich dreht. Aus der Entfernung leider nicht. 135 Leute kommen mit dem Flugzeug.
kommen die hier auch raus. Ja. Und das sind viele Menschen, die jetzt alle direkt in die U-Bahn reingehen. Gut, er hat noch ein paar Leute an Bord. Wow. Was haben wir hier noch? Hier ist der Bahnhof, okay. Na gut, ich würde eigentlich sagen, soweit haben wir es, ne? Mit unserem schönen Flughafen und dem Rest soweit. In unserer fast 100.000 Stadt. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann wieder online stellen werde in Steam, im Workshop, müssen wir mal schauen. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nee, falsch. Entschuldigung, nein. Stopp, Kommando zurück. Vielen Dank fürs Zusehen, war ein schönes Let's Play, hat mir viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, hier auch gerne nochmal einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Jetzt habe ich's. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.